Heute wollen wir Sie einladen in die Ukraine, nach Osten, dort, wo die aktuelle Lage immer bedrohlicher ist. Und wir wollen Sie darauf hinweisen, wer dort lebt, was sich dort tut, im Osten, der uns prägt. Liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier in Zweibrücken zur Gründung einer deutsch-ukrainischen Gesellschaft. Wir haben uns heute da versammelt, um Ukraine zu unterstützen in dieser schwierigen Situation, um Ukrainern zu helfen, den Jugendlichen. Es werden auch die Leute aus Moldawien kommen, aus Georgien, die haben genauso schwierige Situationen wie jetzt wir in der Ukraine. Доброго дня! Мене звати Наталя Лещук. Я родом з України, зі Львова. Вже 12 років живу в Німеччині, в місті Цвайбрюкен. І ми сьогодні зібралися тут, щоб заснувати німецько-українську спілку. І я рада вітати всіх гостей, які сьогодні підтримують нас і прийшли, невзираючи на всі проблеми, які є зараз, на корону і все решта. Дуже вдячна вам! Also, ich heiße Natalia Leszczuk. Ich wohne in Zweibrücken, komme aus der Ukraine, aus der Stadt Lviv. Und seit 2009 bin ich in Deutschland, in der Stadt Zweibrücken. Jetzt möchte ich Ihnen die Ziele unserer Gesellschaft vorzuschlagen. Also erstens, das ist Entdeckung der Geschichte, Kultur der beteiligten Partnerländer, also Deutschland, Frankreich, Ukraine, Moldawien, Georgien, zur besseren europäischen Integration und Bewahren des Friedens. Zweitens, das ist Jugendaustausch zu initiieren und fördern, kulturelle Austausche und Veranstaltungen, nicht für Jugendliche, sondern für Erwachsene, Unterstützung von der Bau eines europäischen Jugendzentrums in der Ukraine, in der Stadt Lviv. Berufliche Austausche in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Medizin, zu ermöglichen und zu unterstützen durch Aufbau eines Netzwerkes mit verschiedenen Partnern. Und so haben wir uns tatsächlich getroffen unter den Linden vor dem herzoglichen Schloss auf geschichtlicher Grundlage in unserem paneuropäischen Begegnungszentrum und wollen Ihnen die Ukraine und den Osten näher bringen. Hören Sie zu. Selbstständig, ich mache Ärztevermittlung und auch es kommen die Patienten aus Ukraine und aus Russland zur Behandlung und ich versuche denen zu helfen auch und mit Übersetzungen, mit alle Kontakte zu den Ärzten. Und ich habe hier als Dolmetscherin gearbeitet, ich arbeite also in letzter Zeit nicht mehr. Und ich bin in Paneuropa. Ach so. Es ist ja Winter und kalt. Ja, eiskalt. Ne? Ja, eiskalt und Winter. Also, da bin ich hergekommen und wurde dann eingefangen durch die 90, ich bin ja 87 gekommen, 90 kamen die ganzen Aussiedler aus Rumänien, aus der Sowjetunion. Und seit der Zeit war ich da auch engagiert beim internationalen Chor. Ihre Cousine hat mich dann auserkoren, ich sollte ihrem Mann nachfolgen als Vorsitzender des Vereins Zusammenarbeit mit Osteuropa. Ich habe das 4 Jahre gemacht. Aber man versucht eben die Identifikation meistens mit den Leuten, die die gleiche Sprache sprechen. Ja, ich selbst komme besonders heute gern hierher, denn ich bin 3-mal zu Hilfstransporten in der Ukraine gewesen, ganz im Westen. Einmal in Stepnik. Ja. Das ist so eine Kleinstadt, 70.000 Einwohner, war früher das Zentrum der Kali-Industrie. Das ist alles zusammengebrochen dort. Und einmal war ich in Ternopol. Ternopol, für diejenigen, die katholisch sind, ist es wichtig. Dort ist der Bischof, der katholische Bischof für die gesamte Ukraine. Und dementsprechend waren wir, man muss ja immer jemanden haben, dem man was bringt. Man muss jemanden unterschreiben, ich bin der Empfänger. Und das war eben unterschiedlich. Das war eben ein griechisch-orthodoxer Pope, ein russisch-orthodoxer Pope, der gesagt hat, wir waren bisher verboten, jetzt dürfen wir wieder. Ukraine,
Der Kuchen. Земля, как мне несколько часов прожить, так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты не летишь, и тебе дарят звезд твою нежность. Так же грустно было на земле, и когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока он летал. Und bei diesen Liedern aus dem Osten denken wir daran, dass der Herzog von Zweibrücken als König von Schweden im Osten in der Ukraine gekämpft hat mit seinem Freund, dem Polenkönig Stanislaus Leszczynski, der in Lwów geboren ist. Und dieses herzogliche Schloss, die Wittelsbacher, verbindet uns mit dem Osten und wir sollten diese Geschichte nicht vergessen. Diese Lieder erklangen beim Polenkönig Stanislaus in Zweibrücken. Пані груші поплили тумани над рікою, виходила нам Катюша на високий берег над рукою, виходила нам Катюша на високий берег над крутой, виходила, пісню заводила, про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья. Und so kamen sie aus dem Osten, nicht mit ICE, mit Autos und Handy, sondern mit Kutschen und Pferden, tausende von Kilometern. Das Herzogtum Zweibrücken, dessen Kontakte in den Osten. Und die heutige Technik macht es möglich, solche Veranstaltungen wieder weit in den Osten zu tragen, weltweit Direktübertragung über das Internet. Das sollten wir nutzen zu besseren Kontakten. Ja, genau, sehr international. Wir sprechen auch mehrere Sprachen zu Hause. Und sonst habe ich früher natürlich Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Filmwissenschaft, Kunstgeschichte, Soziologie studiert und habe ich Diplom für deutsche und englische Sprachen. Sie haben auch jemand in der Verwandtschaft, dem wir als Deutsche sehr dankbar sein müssen. Wer ist das? Oh mein Gott. Das wollte ich also hier noch gesagt wissen. Sie wissen nicht,
ja, wie der Name in Deutschland beliebt ist, denn er war ja, bitte, was sagen Sie selbst, wer war und ist Schewardnadze? Er war mein, also Cousin von meiner Mutter. Cousin von Ihrem Mann? Ja, meine Mutter ist auch mit dem Nachnamen Schewardnadze. Wie hieß der Mann? Edward Schewardnadze, er war Präsident, also zweiter Präsident von Georgien gewesen und natürlich Außenminister von Russland. Und ich denke, also dass das Deutschland vereinigt wurde, kann man, das war wirklich seine Taten, also kann man ihm verdanken. Ja, deshalb begrüßen wir uns ja, ganz besonders auch aus Dank an diesen Verwandten, der es mit hingebracht hat, die russische Seele, kann man schon sagen, zu bewegen, ja, die DDR freizugeben. Und ja, deshalb sind wir auch hier, um vielleicht zu versuchen, auf dieser Basis doch im letzten Moment versöhnend zu wirken. Ja, das war jetzt wirklich also sein Verdienst, denke ich mal. Also was er auch tot und große Taten auch. Wunderbar. Ja. Und da können wir uns natürlich jetzt bedanken, auch bei den Ukrainerinnen und insbesondere bei der Frau Natalia Leschuk, weil sie mir geholfen hat, diese Sitzung zu veranstalten, sonst hätten wir diese Leute nicht zusammengebracht. Und ich gebe das Wort jetzt wieder zurück an Sie, nachdem wir den Manfred noch mal vorgestellt haben, der ja Kameramann vom und auch Kameramann. Pressemann. Journalist. Journalist, ja, für mich ist Kameramann das Große. Ne? Und preisgekrönt auch auf der Insel Krim für einen Film. Was war das für ein Film? Also haben wir auch der Marina viel zu verdanken. Sie hat nämlich den Kontakt zu Russland hergestellt, zu den Veranstaltern, weil wir nicht Russisch sprechen können. Es war ein Wettbewerb in Moskau, ein Antikriegsfilmwettbewerb für Filmer. Ja? Großer Filmfestival. Und Festival, ein großes Festival, und da haben wir unseren Film eingereicht. In diesem Film ging es um einen deutschen Kriegsgefangenen, der in südlich von Moskau inhaftiert war, 4 Jahre in einem Lager war. Ein ganz junger Mann, 17 Jahre, ist er am Ende des Krieges 1945 festgenommen worden, wie andere Kriegsgefangene auch, obwohl er nie geschossen hat. Und dann kam er sofort in ein Lager. So wurden viele Geschichten erzählt, die untereinander verbinden. Aber ich will sie jetzt mitnehmen in die Ukraine, so wie wir es 2001 tatsächlich und 2011 im Fernsehen gemacht haben. Ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu unserer Sendung Montagsansichten. Ja, diesmal berichte ich etwas aus der Ferne, denn wie überall bekannt und immer näher herankommen, demnächst haben wir ja im Fußball die Europameisterschaft. Und wo findet sie statt? In Polen und der Ukraine. Ja, liebe Zuschauer, jetzt werden Sie sagen, und wenn Sie ehrlich sind, wer kennt überhaupt die Ukraine? Ich jedenfalls wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt als Staat gab. Das war für mich Russland und fertig. Aber 1991 ist die Ukraine selbstständig geworden und 2001, 10 Jahre später, hatte ich das Glück, die Ukraine mit einem Schiff auf dem Dnieper bereisen zu können, und ich war erstaunt. Die Ukraine, das größte Land Europas, flächenmäßig, gehört zu Europa, zu unserem Kulturkreis und ist nicht bekannt. Ja, liebe Zuschauer, und das ist jetzt die Möglichkeit, es etwas näher kennenzulernen als eine Kulturnation, als Bindeglied zwischen dem Westen, zwischen uns, und den mehr nach Asien abdriftenden Russland. Fahren Sie einfach einmal mit nach Kiew. Dort besteigen wir ein Schiff, 1000 Kilometer auf dem Schiff mit Ausflügen auf die Halbinsel Krim ins Schwarze Meer und dann wieder zurück. Und dann werden Sie und ich wieder mehr wissen über die Ukraine und dann später auch über Polen, denn beide Länder gehören geschichtlich, kulturell zusammen. Und das ist das Schöne, dass man das hier verbinden kann. Also, liebe Zuschauer, steigen Sie ein in das Schiff. Wir landen mit dem Flugzeug in Kiew und dann geht's los. Wir sind am Sonntag gelandet in Kiew, gehen hier in Kiew auf unser Schiff, das auf dem Dnieper liegt.
verstauen dort unsere Koffer, können 2-3 Tage uns die Hauptstadt Kiew anschauen und dann geht die Fahrt den Dnepr runter. Über 1000 Kilometer auf dem Fluss, vorbei an riesigen Städten, an Fabrikanlagen, aber auch an herrlichen Schilfgebieten. Sie werden bestimmt auch überrascht sein über dieses Gebiet. Ganz beeindruckend waren auch die Schleusen, mehrfach. Aber das werden Sie sehen. Und dann kam wirklich das Schöne, man ist durch das Schwarze Meer gefahren, nach Sevastopol, die Sommerresidenz der Zaren, da war es auch wirklich sommerlich schön, in Jalta. Und von Jalta geht es rüber zu uns nach, wohin wohl, nach Odessa und von Odessa wieder aus dem Schwarzen Meer heraus. Aber wir wollen jetzt erst einmal beim ersten Teil bleiben und so sieht unser Schiff aus, in das wir uns die Koffer abgelegt haben. Für 14 Tage ist das unser Hotel. Wunderbar deshalb, weil man nicht mehr ausziehen muss, man muss nicht mehr packen. Das Schiff liegt mitten in Kiew und von hier aus kann dann die Reise losgehen in die einzelnen Stadtteile. Und Sie sehen schon, aus der Stadt, wo man früher nur Panierwagen und schmutzige Lehmböden gesehen hat als Straßen, das ist auch, muss man sagen, in der Sowjetzeit zu einem Wirtschaftsstaat geworden, zu einem Industriestaat, aber mit unheimlichen Menschenopfern. Aber zunächst einmal laden wir Sie ein nach Kiew. Das war auch am ersten Tag unserer Reise die Überraschung und am zweiten Tag die Stadtrundfahrt. Kiew ist seit, überhaupt die Ukraine, ist seit 1991 selbstständig und da konnte die orthodoxe Kirche wieder aufblühen. Und was hat sie gemacht? Sie hat zunächst die Kirchen restauriert, die Kirchenkuppeln mit Gold überzogen und das frische Gold, das frische Blattgold glänzt überall aus dem etwas tristen Großstadtalltag heraus. Ja, und die Touristen sind dann weiter marschiert von den einzelnen Kirchen zu den Stadtteilen und da wollen wir jetzt mal den Originalton sehen. Aus Italien, Griechenland wohnten hier im Podol. Dieser wohnt. Ja, liebe Zuschauer, das ist der Blick von oben über die Industriestadt. Die alte Stadt liegt auf der Höhe, wie sonst auch immer. Und noch etwas, was an die alte Geschichte zurückerinnern lässt, ist die Musik. Ja, und weiter geht es dann im Besichtigungsprogramm zu den einzelnen Kirchen. Aber es gab nicht nur Kirchen zu sehen, sondern andere schöne Baulichkeiten, die einem abgelenkt haben von dem Üblichen. Liebe Zuschauer, Sie sehen also eine der orthodoxen Kirchen von innen. Eine unheimliche Prachtentfaltung und da muss man sehen, es steht in direktem Gegensatz zu dem Großteil des Volkes, das jetzt frei ist, aber kaum Strom, Licht, Gas und Wasser hat, Probleme mit Essen und Trinken, aber trotzdem, die jüngeren Damen sehen wirklich toll zum Ansehen aus. Ja, wir wollen Ihnen tiefe Einblicke in die Ukraine vermitteln, in die Geschichte und die Bedeutung des Landes. Gehen Sie jetzt einmal mit in ein Zentrum in Kiew, das ist das Höhlenkloster. Dort sind noch die uralten geschichtlichen Teile. Die Ukraine war eigentlich das erste Reich im Osten, lange vor Russland, und war praktisch die Mutter der Städte im Osten. Und die Mutterheimat grüßt hier oben herab über das Tal Mutterheimat, die Statue, ein Sinnbild und Erinnerung an die unheimlichen Opfer des Zweiten Weltkrieges, die dieses Land gebracht hat. Ja, und von der Kirche den Blick über den Dnepr. Und da hat uns der einzige Regenguss in den ganzen 14 Tagen Urlaub ereilt. Hier ein kleiner Gewitterguss. Mehr kam nicht. Und jetzt einmal ein Blick auf dieses moderne Stadtbild, größtenteils zerstört im Krieg von den deutschen Truppen und von den Kämpfen beim Rückzug, aber alles wieder aufgebaut. So in der Nähe Michael liegt und so hier Kathedrale sich befindet, so die wir nach oben fährt.
Und zum Plischade kann man auch. Ja, und dann geht es nach der Stadtrundfahrt, Sie sehen es, direkt wieder die Straße runter zum Hafen und hier liegt unser Hotel. Das ist schon dann fast wie eine Heimat, wie ein Zuhause, denn da kann man sich wieder zurückziehen von dem umtriebigen Stadtbild. Hier findet man dann auch Ruhe bei den abendlichen Konzerten an Bord, bei dem kleinen Tanzabend. Ich muss sagen, hier war schon eine ganz kurzweilige Gelegenheit, das Land zu genießen. Aber auch hier wieder am Ufer die Erinnerung an diese schreckliche Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Ja, und dann ist der erste ganze Abend in Kiew rum. Wir sehen, die Sonne geht unter. Wir haben bei der Stadtrundfahrt Kiew kennengelernt. Da oben sind wir am Ende des Flusses auf der Landkarte. Sie sehen den Dnepr ganz groß, ganz kräftig und breit. Das Ufer gegenüber ist nicht etwa das Ufer, sondern eine Insel in dem unheimlich breiten Fluss. Und am frühen Morgen des nächsten Tages haben wir uns dann was Spezielles vorgenommen. Abschied nehmen vom Schiff. Es geht zu Fuß zur U-Bahn-Station, die gerade neben der Anlegestelle an der Straße liegt. Ganz von oben grüßt die Sophien, die Sophienkirche, eines der Wahrzeichen. Und lässt dann wieder hier uns in die Tiefen der U-Bahn hinab. Nette Damen kommen hier und fahren mit. Ja, das ist ein großes Gedränge und das macht Spaß, in U-Bahn etwas näher zusammenzurücken. Ja, und das war ein Erlebnis, diese U-Bahn, denn das werden Sie sehen. Unterhalb Kiews ist ein ganzes Reich der Unterwelt. Dort sind die Hunderttausende von Leuten, die täglich zum Arbeitsplatz gehen und zurück. Es war für uns Kleinstädter, die wir nicht so oft U-Bahn fahren, doch ganz schön hektisch dort. Ja, fahren Sie jetzt einmal mit vom Hafen hoch zu uns. Wir müssen ja die Höhe überwinden vom Hafen bis hoch zu uns, zu dem alten Teil von Kiew, und dort werden Sie sehen Rolltreppen, die über 100 Meter in die Höhe gehen, und dann öffnet sich die Rolltreppe zu einem, kann man schon sagen, Dom, und wir kommen in die ganz eleganten Prachtstraßen von Kiew. Gehen Sie einmal mit. Ja, liebe Zuschauer, das ist schon schwindelerregend hier mit diesen Rolltreppen. So, und jetzt kommt man in einen solchen Dom am Ende der Rolltreppe. Das ist der Ausgang. Man muss sehen, hier hat man keine Kosten gescheut. Interessante und gute Beförderungsmöglichkeit zu schaffen. Ja? Nicht, weil Sie vielleicht Hunger haben, können Sie noch nicht wieder. Ne? Sondern hier an dieser Metrostation, Sie sehen auch das grüne M, Metro. Ne? Hier bei McDonald's, bei der Metro, treffen wir uns wieder um 12 Uhr. Ihr, liebe Zuschauer, man ist hier ganz sauber. Man macht mit Straßensprühwagen die Straßen sauber. Wohl auch in Erinnerung dazu, das muss man auch sagen, Tschernobyl, das heißt das Atomkraftwerk, das so unendlich viel Radioaktivität ausgespuckt hat, ist praktisch nur 80 Kilometer entfernt. Allerdings ist hier keine solche Verseuchung von Kiew erfolgt, denn die Windrichtungen damals waren für Kiew günstig. Sie haben einen Großteil der Radioaktivität, da sieht man auch was fast Radioaktives, weggetragen, rüber zu uns nach Westeuropa und hat Kiew und den Süden der Ukraine verschont. Unten zu diesen schönen Straßen gibt es oben nochmals Straßen unter Platanen und Kastanien. Dahinter sind nochmals Läden und diese uns bekannte Marke aus Pirmasens, Salamander, hat uns natürlich sehr berührt. Und ich muss sagen, die jungen Damen hier waren toll gekleidet,
ich als Schuhfachmann habe das also honorieren müssen, dass da wirklich die hochhackigsten Schuhe getragen wurden, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Also Kiew, muss ich sagen, hat mich begeistert. Das war ein Erlebnis. Aber das Volk ist arm. Seit Loslösung von der Sowjetunion hat man hier kaum Strom, Gas, Wasser, Geld, Rente, alles fehlt. Und diese Dame will sich ihre kleine Rente wohl noch durch etwas Gesang in einer der Fußgängerunterführungen aufbessern. Sie hat natürlich für diesen Gesang, für den offenen Kanal, etwas bekommen. Und dann geht es zu einem ganz interessanten Ort. Das ist wie in jeder größeren Stadt des Ostens die Fruchthalle, der Fruchtmarkt. Und da sieht man zunächst mal ganze Berge von Kaviar, denn wir sind ja nicht weit vom Schwarzen Meer weg, vom Kaspischen Meer und von dieser Region, wo der Stör lebt und leider in dieser Richtung ausgeplündert wird. Ja. Trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage wird gebaut, wird die U-Bahn verlängert und man kann hoffen, dass es der Ukraine gelingt, nach der Loslösung von der Sowjetunion doch ein selbstständiges Leben zu bewahren. Dieser Bagger erinnert mich an die Bagger, die bei uns 1946, 1947 alles auf den Kopf gestellt haben und neu gebaut haben. Aber wenn auch nicht viel an Industrie, aber hier mit Kaviar, da kann man hier aufwarten, aber meistens nur für die Touristen, denn das normale Volk kann sich das hier gar nicht leisten. So, nach diesem Blick in diese Fruchthalle gehen wir noch einmal über die Prachtstraßen von Kiew. Und wo geht der Blick des Kameramanns hin? Natürlich zu den Schönheiten von Kiew, zu den Straßen und zu den Plätzen und Orten. Und dann heißt es leider wieder nach Hause zurück. Treppe nach unten geht 100, 150 Meter tiefer und dann ist hier ein Leben und Treiben. Das macht es zum Spaß, allein das mal mitzumachen. Und nun geht's heimwärts zum Schiff. Ja, liebe Zuschauer, und das war das Beeindruckende an dieser Reise. Genau vor 60 Jahren, nämlich im September 1941, sind die deutschen Soldaten, ist die Wehrmacht, in Rumänien, kann man sagen, einmarschiert, hat den Dnieper überquert und hat sich runter zu uns bewegt, zur Halbinsel Krim. Der Spiegel hat darüber berichtet, den Spiegel habe ich hier auf dem Schiff gelesen. Das Schiff liegt an einem Denkmal, das gerade auf diese Kämpfe auch in und um Kiew hinweist. Die Reiseleiterin hat erklärt, dass heute noch Leute aus München kommen von der Division Edelweiß, die hier in der Ukraine um Kiew gekämpft hat und man trifft sich hier auch mit den Verteidigern von Kiew, mit denen die Kiew zurückerobert haben. Unsere Alten haben gelernt, dass so ein Krieg wahnsinnig ist und nie mehr wieder entstehen darf. Das sollte man auch von unseren Alten, die dort gekämpft haben bei dem wahnsinnigen Krieg, lernen. Aber gelernt hat man anscheinend nichts. Es besteht wieder Kriegsgefahr.